Dazwischen kommt zum Abschluss und trifft. 1:0 Führung für die ZSC Lions. Und das in der 5. Spielminute. Hollenstein bereits mit seinem 4. Playoff-Treffer, der erfolgreichste Torschütze der Zürcher bisher. Und er hat sich das Tor quasi auch selber vorbereitet durch seinen Einsatz. Hier schien die Situation bereinigt, war sie aber nicht nach der Abwehr von Berra. Scheibe prallt da von Berra, doch ziemlich zentral nach vorne. Und hier gibt sie Hollenstein eben nicht auf, erwischt Berra vermutlich noch auf dem falschen Fuß. Ist dem im Viertelfinale auch unterlaufen, Schmid, die Domenico mit dem Tor, 1:2. Das ist dann mal eine Antwort. 28 Sekunden nur nach dem Gegentor, hier das 1:1. Garrett Rowe im Viertelfinale mit einem ähnlichen Pass. Danach wurde er von Rika Grönborg nicht mehr berücksichtigt in den darauffolgenden Partien. Und hier war es eben wieder zu viel Risiko von Rowe. Und auch da gilt, wie bei Berra zuvor, es schien, als wäre die Situation bereinigt. War sie nicht. Di Domenico mit seinem 12. Punkt. Da war Hollenstein schneller als Diaz und das ist die Chance. Tor 2:1. Sven Andrighetto mit der Führung. Und da war es Rafael Diaz, der überrascht wurde. Hatte die Scheibe am Stock, die wurde ihm aber sehr schnell weggezwickt. Nach 50 Sekunden also in diesem 3. Drittel. Hier diese Aktion, Hollenstein, der Torschütze des 1. Treffers, also Vorbereiter ebenfalls. Und dann steht dann plötzlich Andrighetto hier völlig alleine. Mal gehen mit dem Zuspiel. Eiskalt. Und jetzt geht er selber. Ja, und das ist dann das Tor. Walser mit dem Ausgleich. Zu 2 durch Samuel Walser, aber die Hauptarbeit verrichtet hier Rafael Diaz, der gesehen hat, da war alles dicht, da war alles dicht gemacht, Passwege zu, aber dafür der Weg für ihn selber frei. Und dann Weber, der die Scheibe nicht festhalten kann und sie eben auch nicht zur Seite abwehren kann, das gelingt ihm nicht. Walser hat den richtigen Riecher und er sorgt hier Noro. Wieder mal geht Tor, das ist die Entscheidung. Und das in der 82. Spielminute. Die ZSC Lions feiern erst ihren 2. Playoff-Sieg in einem Spiel gegen Fribourg-Oteron. Und vor allem gewinnt hier die Auswärtsmannschaft. Nicht so wie jeweils in den Viertelfinalserien der beiden Teams. Mauro Jörg hat noch die Chance auf der anderen Seite. Dann läuft der Gegenstoß. Diaz zeigt zwar noch an, kümmert euch um den hier. Aber Dennis Malgin sorgt dann also für die Entscheidung. Und damit gehen die Zürcher zum 3. Mal in diesem Spiel in Führung. Nun aber kann Gotteron nichts mehr korrigieren.